Freunde, ich habe hier jemand gefunden, den ich natürlich schon von YouTube kenne. Und ja, Road to Glory. Mhm. Das sagt euch bestimmt ganz vielen, wissen da schon ganz viel Bescheid. Ich habe ihn heute erwischt und habe gedacht, ich verhafte ihn gleich. Und er war total entspannt und hat auch gleich gesagt, machen wir, und das finde ich cool. Freut mich im Übrigen. Schön, dass du mich angesprochen hast oder angeschrieben hast. Sehr, sehr, sehr gerne. Das ist ja schön an den heutigen Medien. Eine Instagram-Nachricht reicht da und schon ist man connected. Du warst verdammt schnell. So schnell ist nicht jeder. Sehr geil, finde ich sehr cool. Ich meine, du hast ja gerade eine Geschichte, die bei dir am Laufen. Willst du ganz kurz was dazu sagen? Gerne. Sehr, sehr gerne. Leg los. Folgendes, ich bin jetzt seit 6 Jahren mehr oder minder auf der sozialen Plattform Facebook angemeldet. Ich habe das Ganze 3 Jahre nicht unterstützend gemacht, kurz ausgeholt. Ich habe jetzt 17 Jahre Trainingserfahrung, davon bin ich 2 Jahre in die Pause gegangen, habe 25 Kilo Muskulatur verloren und dank meiner Tochter habe ich die Prioritäten ein bisschen anders gelegt und habe dann den Einstieg wieder dafür genutzt, Facebook zu machen, um das in erster Linie meinen Freunden abzubilden. Ich habe gesagt, wie kriege ich mich wieder dahingehend motiviert, dass ich wirklich Woche für Woche das Ganze durchziehe, weil ich immer meine 2 Wochen Zyklen hatte. Da bin ich gegangen, dann mal wieder nicht. Weil ich wusste, wo ich herkam, was ich mal gedrückt habe, wie schwer ich mal war. Und ich habe den inneren Schweinehund nicht bekämpft bekommen. Man sagt, das weiß ich heutzutage, dass man 3 bis 6 Wochen Disziplin aufweisen muss, ehe es zur Gewohnheit wird. Und diese konnte ich damals nicht offenbaren. Da habe ich Facebook gegründet, aufgebaut. War nicht ganz bei meiner alten Form und dachte mir, da gibt es doch das eine oder andere, was man zur Verstärkung nehmen kann, nämlich ausgedrückt Steroide. Ja, man sah die anderen Influencer, die sahen nach was aus, du hast sie als Vorbild genommen und sagst, was naschen die, was für Hähnchen essen die, was du eben nicht isst. Ja, und da war ich jetzt in diesem Hexenkessel gute 3 Jahre, ein bisschen mehr sogar drüber gefangen, wo ich die ganze Zeit Cruise and Blast betrieben habe. Das bedeutet, dass man zu DE-Zeiten den Cycle, also die Steroidkonsum, die Menge hochgetrieben hat und die unterschiedlichen Stoffe dafür benutzt hat. Und nach diesen Events, als Beispiel die FIBO, lässt man das ein bisschen ruhiger angehen, aber man hat nicht komplett abgesetzt. Und das Ganze hat mich jetzt fast dreieinhalb Jahre begleitet. Krass. Also erstens mal Respekt. Respekt von meiner Seite aus, weil du weißt, es gibt viele, die naschen. Mhm. Keiner gibt es zu. So ist es. Ja, du hast festgestellt, dass es nicht nur nette Seiten hat, sondern auch eben andere Seiten hat. Du hast die Karten auf den Tisch gelegt. Dafür Respekt. Danke. Und wir haben auch jetzt kurz schon im Vorgespräch schon ein bisschen geredet gehabt, so was du alles schon mitgemacht hast. Wie weit das alles so in Verbindung steht mit Social Media, mit Vergleichen mit anderen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, was durch Social Media entsteht, auch durch Instagram, weil du im Endeffekt Leute siehst und denkst, ich trainiere auch. Aber bei mir sieht es irgendwie alles ganz anders aus. Und die sehen in 2 Wochen aus, 2 Jahren aus, wo ich 10 Jahre gebraucht habe dafür. Und dann bist du irgendwann mal, kommst du mal tatsächlich in diesen Funnel und denkst, wie schaffe ich es jetzt, dass ich genauso erfolgreich werde wie die? Genau. So, und dann ist man manchmal ganz schnell in einem Bereich, wo man eigentlich gar nie hin wollte. Korrekt. Ja, und das ist jetzt, bei dir war es so, wie es jetzt bei vielen, die zu mir kommen zur Beratung, die bringen mir ein Bild mit. Sagen, so würde ich gerne aussehen. Ich sage, Kollege, du weißt schon, derjenige, wo da drauf ist, der macht es 10 Jahre. Ja, wirklich? Und ich sage, was hast du gedacht? Ja, 12 Wochen. Und dann habe ich gesagt, nur weil er ein 12-Wochen-Programm verkauft, muss es ja in 12 Wochen erstanden sein. Und das ist ein ganz, ganz großes Risiko, weil man natürlich, wenn man sich ins Netz wagt, auch als User, da kommt man in diesen Vergleichsdruck. Richtig. Und da entstehen manchmal Dinge, die müssen jetzt nicht unbedingt steroid landen, aber die können bei alles bei Zwangshandlungen landen, die können ja auch bei vielen Mädels in Essstörungen landen. Und da ist es ganz gut, dass jemand wie du auch mal sagt, so, stopp. Ich vergleiche das immer mit dieser Plastikwelt auf Instagram. Ne, ja. Man sieht immer diese perfekt geleckten Fotos, diese Muskelberge und witzigerweise erkennt Instagram ja auch dein Algorithmus, dein Gefühl, was magst du gerne, was magst du nicht. Also wärst du auch nur genau dahin geführt, was du zu sehen sollst. Ja. Ja, und da siehst du dann nun mal deine Vorbilder. Plastische Schultern, solche Kugelschultern, einen tiefen Sixpack, Adern am ganzen Körper. Ja. Und das kann, muss nicht, ein Indiz dafür sein, dass die nachlegen. Aber wenn du dann eine gewisse Erfahrungswerte besitzt, früher war ich auch in der Tat der Typ, der mich davor gesträubt hat und gesagt hat, oh Gott, der und der unterstützt, ganz gewiss. Ja, ja, ja. Aber von solchen Leuten halte ich nichts. Warum? Weil die nachhelfen, die cheaten. Ja. Ja, aber je länger man das ausübt, desto höher setzt auch deine eigene Erwartungshaltung und strebst eben nach was Größerem. Und dann war es eben an dem Punkt, nach gut 14 Jahren naturalen Training, dass ich gesagt habe, so, jetzt möchte ich noch eine Stufe höher gehen. Ja, das ist einfach das Risiko, was ich auch sehe. Ich habe immer, ich bin ja schon seit 30 Jahren in Beratung, beratende Tätigkeit. Und die ersten 10, 15 Jahre, wo es dieses World Wide Web nicht so gab, das war einfach anders. Aber heute kommen wirklich Leute zum Teil mit Vorstellungen zu dir, wo du denkst, sag mal, sind die
was geht über den Kopf vor? Mhm. Du hast, ich trainiere 30 Jahre, ich mache 30 Jahre Sport. Und die denken ja in 12 Wochen. Ich sage, Freund, das, was ich hier darstelle, das sind 30 Jahre Arbeit. So ist es. So, und das geht nicht. Ach so, die haben einfach, aber da ist einfach auch diese was soll man sagen, das Frisieren der Bilder. Du siehst ja eigentlich gar keine normalen Bilder mehr. Und gut, du siehst ja meistens dann, die sehen 8 Wochen gut aus. Mhm. Was wird gemacht? Von 8 Wochen 1000 Bilder gemacht, das ganze Jahr gestreut. So ist es. Alles ganz eine schwierige Sache, wobei ich möchte World Wide Web nicht haben. Es ist schön, dass es gibt. Man muss einfach nur skeptisch mit umgehen. So ist es. Ich habe jetzt noch was für dich. Schieß los. Guck mal, ich weiß dadurch, dass du so eine Form gehabt hast, wie du gehabt hast, ja, kennst du dich natürlich auch mit Ernährung aus. Ja. Ich habe ein Ernährungsbuch. Sehr schön. Natürlich Low Carb. Okay, ja. Wir haben sogar 4 Stück an der Zahl. Da könnte ich dir auch was eins mitbringen. Super, da bringst du mir nächstes Mal eins mit. Du kriegst mir für eins mit Widmung. Allein schon, weil du so mega cool warst und so schnell warst und sofort zugesagt hast. Freut mich. Sehr, sehr geil. Bist auch, ich kenne dich jetzt nur vom Netz, aber du bist ein geiler Typ. Dankeschön. Innerhalb von kurzer Zeit ist mein Bauchgefühl, sagt, da haben wir jemanden vor sich, der ist ein cooler Typ. Und das freut mich. Vielen Dank. Sehr, sehr geil. Kann ich nur zurückgeben. Ja. Schöne Show im Übrigen. Falls ihr bei der Vertriebsoffensive sein solltet, seid keine Sportmuffel, geht nicht aus der Halle, wenn der Kerl auf die Bühne kommt und dazu aufruft, mal ein bisschen Bewegungstherapie zu machen. Das lohnt sich. Und dann wird man auch wieder tatkräftig wach. Sehr, sehr geil. Na? Cooler Typ. Hat mich gefreut. Danke dir. Und wir sehen uns, weißt du, wann wir uns wieder sehen? Ich hoffe bei der Marketing. Richtig. Bei der Marketing ist er wieder da und da gucken wir mal. Da werden wir vielleicht nochmal ein Gespräch haben. Sehr gerne. Ist cool. Super. Danke dir.